Mein Name ist Bernd Brützel und ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Vorsitzender der deutsch-kanadischen Parlamentariergruppe darf ich diesem wunderbaren Land Kanada zum Geburtstag gratulieren, zum Canada Day am 1. Juli. Wir haben dieses wunderbare Land kennenlernen dürfen. Wir waren in Quebec im Winter, natürlich Ottawa. Wir waren in Vancouver, in Whitehorse, im Yukon, in Carcross, Victoria. Wir waren in Toronto, habe ich Urlaub gemacht mit meiner Frau. Wir waren gewesen in Niagara-on-the-Lake. Also wunderbar. Und ich begrüße euch, Sie alle hier aus meinem Wahlkreis. So, mein Wahlkreis ist Main-Spessart. Es liegt genau zwischen Frankfurt und Nürnberg. Und Main-Spessart ist ein dichter, alter Wald. Wir haben fast so viele Bäume wie Kanada, aber nur fast. Und warum sage ich das? Wir haben große Probleme. Probleme wegen Trockenheit. Es regnet zu wenig. Wir sind froh über jeden Tropfen, der runterkommt. Wir sind von der Umweltveränderung, vom Klimawandel sehr betroffen. Kanada auch. Und der Borkenkäfer frisst hier alles weg. Warum? Weil in Vergangenheit zu viel auf eine Baumsorte gelegt worden ist. Wir müssen den Wald umbauen. Wir brauchen Mischwälder. Wir brauchen Vielfalt. Und diese Vielfalt, die tut nicht nur dem Wald gut, die Vielfalt tut auch unserer Gesellschaft gut. Multikulturelle Gesellschaften sind widerstandsfähiger, sind zukunftsfähiger. Und Kanada ist ein Riesenvorbild. Multikulturalismen, die Einwanderung, ein junges Land, was seine Bevölkerung deutlich erhöhen wird. Und viele Deutsche sind auch nach Kanada gekommen. Und das hat mich beeindruckt, dieser wunderbare Zusammenhalt und diese Aufgabe, verschiedene Nationen zu integrieren. Und da sage ich herzlichen Glückwunsch an Kanada. So, und jetzt bin ich wieder in Berlin, von meinem Wahlkreis nach Berlin. Es ist Sitzungswoche, es ist Montagmorgen. Ich will zusammenfassen, dass die Beziehungen zwischen unseren beiden Staaten, Kanada und Deutschland, exzellent sind. Dass es gute und viele Freundschaften gibt. Und ich bin auch richtig stolz drauf, dass wir vor kurzem erst 50 Jahre deutsch-kanadische Parlamentariergruppe haben feiern können. Die Feiern sind etwas ausgefallen durch Corona, aber im Herzen sind wir ganz eng verbunden. Und wir haben auch 50 Jahre Abkommen in der Forschung, in der Entwicklung. Das verbindet uns. Kanada ist ein großer Forschungsstandort. Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, das sind die führend. Und ich bin froh, dass wir CETA haben. CETA ist ein wichtiges Abkommen. Es ist nicht nur ein Freihandelsabkommen, es ist ein Fairhandelsabkommen. Soziale Standards, Umweltstandards, Menschenrechtsstandards. Wenn wir CETA nicht hätten, wir müssten es erfinden. Und deswegen bin ich froh darüber. Und damit es alles noch besser wird, sind wir gerade dabei, in Deutschland hier ein Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen, was Menschenrechte weltweit schützt und achtet. Also nochmal, Kanada und Deutschland gehören zusammen. Ich bin für diese Freundschaft dankbar und grüße alle, auch im Namen meiner ganzen Kolleginnen und Kollegen, die in der deutsch-kanadischen Parlamentariergruppe mitarbeiten. Grüße alle Freunde in Kanada. Vielen Dank für das gute Miteinander. Freundschaft.